Herzlich willkommen zu einer Folge auf der Karte irgendwo Thüringen. Ich bin gerade ausgefunden, dass ich ein B aufladen muss, im Y. Kann man andrücken. Naja, machen wir es mal, ne? Aber ich hab's rausgefunden. Ich drücke Y laut und links und rechts. Naja, gut. So ist das halt. Oh, man nimmt mein Getreide. Mal rechts nehmen und mal B. Und kurz mal abladen, ne? Bis ein Olli aufliegt. Wir laden nochmal neu auf. Schön, wie es sein soll. So, Aufladen beenden. Rückwärts fahren. Ich glaube, Fruchtumfahrung ist noch an. Zerstörung ist aus. Ich hatte irgendwas mal gemacht, auch ein Autodreif. Und dann alles mal deaktiviert. Um nicht durch so einen Zufall das was putzen machen, was nicht sein soll. Nicht für Autodrive. Es wird dunkel. Ja, da ist kein gutes Licht. Fest da nicht an. Wahrscheinlich einen günstigen Winkel, wenn wir fahren. So. Wir werden mal ein bisschen zurückzahlen. Dann haben wir weniger Zinsen zu zahlen. Macht zwar nicht viel sein, aber ein bisschen besser wenigstens. Ne? Müsste man eigentlich einen Schwerpunkt nach hinten legen, aber es geht glaube ich da nicht. Das macht er glaube ich nicht. Dass man den Hänger so einstellen könnte, dass die Balken, die Stämme im Prinzip mehr in der Mitte liegen würden. Das wäre sicherlich der Fahrphysik besser. Puh, wird eng. Also eng wird es nicht, aber es ist voll. Wollte ich eigentlich so nicht haben. So. Unser Meterstück hier. Gib ehrlich zu. Bin stark. Denn ich weiß, was so ein Stück Holz wiegt. Also, das soll man nicht unterschätzen. Ja, die Quote haben die Funktion, alles zu halten. Deck mal das Feld auf. Überleg mal, Deck auf. So, Lenker wieder eingestellt. Jetzt viel Gas geben.
sobald wir verkauft haben, gehen wir auf 30 hoch, dann ist es auch dunkel genug. Unlenkbar. Weil hier hinten die Balken, das ist irgendwie. Das ist zum Glück nicht so weit zum Sägewerk. Und dann muss ich dorthin. Habe es auf 6 Meter einstellen oder 7. Bin dann entsprechend. Ja. Wir würden ein bisschen mehr aufkriegen, ja, von der Menge her. So, letzten Meter nicht umfallen. Das ist äußerst schlecht. Ich muss gerade gucken nach der Zeit, ob überhaupt die Aufnahme läuft. Das ist mir auch schon passiert. Na komm. Angekommen. Na, Polizei war nicht da. Zum Glück gehabt. Ja, war in der Luft, ne? Was ein schönes Geld. Mal ein paar tausend. Ja, insgesamt fast 60.000 gekommen, ja. Das geht. Fast 60.000, nicht ganz. Ups. Mit Vollgas. So. Machen wir die Klumpen weg, ne? Jetzt können wir auf 30 gehen. 30. Wir wollen ja eine Zeit betreffen. Da ist hinten das Quatsch, ne? Ja, vorne wollen wir haben. Rambling.
So. Wir rücken wir auf den Sommer zu, spät mitten im Sommer. Hier unsere Felder reif werden. Das befürchte ich auch bald. Dann können wir endlich mit dem Geld verdienen, ne? Großes Deal. Der erste Anfang wird sein, den Silo testen, um Feinde nutzen können. Wenn es klappt, ist gut. Ich befürchte, das klappt nicht. Aber wenn wir einfach ein Silo aufstellen. Schade, die Wolle nicht abreißen können. Aber das ist auch so, ne? Dann bauen wir es an, ne? Licht lassen wir an. Ja, also der Mod mit dem Metermaß klappt nicht. Muss ich mal nachlesen. Batterie. Steht. Wie das funktionieren soll. Okay. Ich habe halt mit der Meterzahl müssen geraten. Das heißt, die Kette gezählt, da kommen auch 12 Meter. Aber ich möchte die Zahl schon mal sehen, ne? Oh, Kreditzinsen 10.000. Kreditkosten, naja. LKW, ne? Garage. Oh, der ist auch gemietet. Da müssen wir zurückgehen. Licht hier. Na, macht nichts. Wir können ja den LKW nicht holen. Ne, die haben wir nicht hier. Einen anderen Traktor haben wir nicht da. Aber unnötig wäre, wenn wir 5.000 zahlen jeden Tag. Muss ja auch nicht sein. Weil wir uns verkraften, ne? Früher Sommer, was machen unsere Felder? Im Wachstum, dunkelgrün. Irgendwas reif hier? Da bin ich gespannt. Das ist Feld 11. Da bin ich gespannt. Normalerweise ist das Ding verloren.
Oder zum Schluss, wenn das eine Endreise in einem Schritt das erden könnte, ja, vielleicht dann. Ich weiß nicht. Aber wieder liegt es sich daran, dass es mitten in der Aussaat Faktion durchging. Die hat nachts auf 30 laufen lassen und die Aussaat ist fertig. Ist sie dann noch ungünstig für die Mission. Ob ich das normal geschafft hätte, weiß ich nicht genau. Ich denke mal, bei den großen Fall mal auf einspielen müssen. Und wahrscheinlich vom Zeitpunkt her früher anfangen, damit man auch eine Zeit schaffen kann. Ne? Meines Wissens ist die Zeit 2 Tage, bis Wachstum durchgeht. Wenn du halt ein paar Stunden früher anfängst, kurz davor anfängst, dann schaffst du das nicht. Das ist im Normalfall nicht tragisch, weil dann musst du halt warten, bis alles reif ist im Erden. Aber in dem Falle, Mission, will er nicht annehmen. Ach, vielleicht ist Spiel noch runter, aber ich glaube eher nicht. Irgendwie tragisch, wenn man gut davon ist. Das war ein kleines Sümpchen, ne? Aber der Sattel geht auch drauf, Nachfüllung steht auch komplett. Ja, gut. Und kostet eigentlich auch gehabt. Also gut. Das sind Dinge, die man machen muss, um dann die Erfahrung zu machen. Aber ich sag mal nicht vor der Flumme. Schlimmes, schlimmeres. Immer noch früher im Sommer. Ach, wie 6 Tage, ach so. Ja, dann wird's endlich Weihnachten im Schnee. Aber nochmal schauen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen und seid mal tschüss und den Linke. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.